Ich bin hier gerade aktuell in Bulgarien und nehme euch einfach mal mit auf die Reise und zeige euch, was ich so erlebt habe. Oh Mann, was für eine lange Anreise. Es hat jetzt 17 Stunden gedauert, um hierher zu kommen. Wir haben eine relativ günstige Reise gebucht, mussten aber von Osnabrück fliegen und das dann halt das ganze nachts, dann von Berlin nach Osnabrück fahren und dann am Flughafen super lange warten und dann fliegen, und das hat alles so lange gedauert. Aber jetzt sind wir endlich da. So, wir sind jetzt hier am Strand. Da hinten sieht man den Strand so ein bisschen. Und wir spielen jetzt hier ein bisschen Minigolf. Und ich bin gerade direkt dabei zu gewinnen. Aber wir haben ja noch ein paar Bahnen vor uns. Und dann sehen wir mal, wie es dann so aussieht. Fertig mit dem lustigen Spiel und ich habe gewonnen. Yeah. Nur mit 5 Punkten Vorsprung. Gab dann noch einige Sachen, wo Lisa dann besser war als ich, aber so ist das halt. But the summer is gone. Nessebar auf so einer kleinen Halbinsel und schauen uns die Stadt mal an. Ist alles ein bisschen älter und ein bisschen runtergekommener und mit Ruinen und so. Mal schauen, wie die ganze Stadt so ist. But the summer is gone. Hier so eine kleine Stelle am Meer gefunden, auf dieser kleinen Insel, und hier hinter mir sieht man das eigentlich schon ganz gut. Ganz da hinten irgendwo ist unser Hotel und hier ist sonst schön windig und alles richtig schön. Jetzt gerade essen, sind jetzt super satt und jetzt holen wir uns noch einen kleinen Drink an der Bar und schauen, was der Abend noch so bringt. Wir machen heute ein bisschen Action und fahren in den Aquapark. Da gibt es verschiedenste Rutschen, auch ziemlich extreme, und wir wollen einfach mal schauen, was da so abgeht. Zurück aus dem Aquapark, und da gab es eine Rutsche, die war ziemlich geil. Die war so ein bisschen wie so eine Achterbahn, also auch so mit hoch und runter und schon ein bisschen gefährlich bestimmt auch, aber ziemlich fett. Und wir haben natürlich extrem Sonnenbrand jetzt bekommen. Aber wenn man den ganzen Tag in der Sonne ist und nicht wirklich in den Schatten gehen kann, dann passiert das schon mal trotz Eincreme.
Und hat euch dieser Vlog gefallen, wollt ihr gerne mehr davon, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ist das hier euer erstes Video auf meinem Kanal, dann abonniert gerne meinen Cox, denn hier lernt ihr YouTube zu verstehen und wie ihr dafür bessere Videos drehen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.